Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stellaris mit unserer Menschheit, der Planet in die Luft geflogen ist. Wir sind gerade dabei, eine 22-Distrikt-große Wüstenwelt zu terraformieren. Das wird noch eine Weile dauern hier. Lassen wir uns mal noch ungefähr 10 Jahre. Was wir aber nicht vergessen sollten, ist, dass wir ja auch den Mars kolonisieren können. Vielleicht, wenn wir ihn terraformieren. Das kostet 10.000, kostet das. Und wir brauchen Klimawiederherstellung. Also da haben wir noch nicht die nötige Technologie für. Sonst könnten wir das auch schon machen. Okay. Gut. Informieren wir uns nochmal über das politische Klima in der Galaxie. Also wir sind relativ... Oh, Flottenstärke überwältigend. Wir brauchen eine größere Flotte. Wir haben nicht mehr so viele Schiffe, die wir bauen können. Und wir haben auch nicht genug Legierungen zurzeit. Weil wir andere Probleme haben. Aber naja. Immerhin die beiden Sternenbasen können wir bauen hier. So, das sind unsere beiden Flotten. 7 Schiffe können wir noch bauen, ohne dass wir uns Schiedszeit auch ins Soul. Okay. Ach, eins können wir uns gerade leisten. Okay. Construction online. Wir haben Forschungsschiffe, die momentan keine Forscher haben. Und hier auch eins. Okay. Brauchen wir auch einen neuen Forscher? Nehmen wir mal Salvatore hier mit der Gehirnschnecke. So, und dann sind unsere Forscher wieder beschäftigt. Sehr gut. Und ich denke, wir könnten hier jetzt noch eine Sternenbasis bauen. Sollten eigentlich diese Systeme sollten wir auch nehmen. Bauen wir hier eigentlich auch eine? Hier sollten wir vielleicht auch eine bauen, oder? Sind das nicht die Bösen hier? Gebäude und Distrikte, geringere Baukosten, das klingt gut. Ja. Yeah. Der macht auch nichts, okay, da kann man Forschungsstationen bauen wenigstens. So, okay, das sieht alles sehr bewirtschaftet aus hier. Müssen uns früher oder später müssen wir uns um den Weltraumdrachen hier kümmern. Aber der hat als Militärmacht noch einen großen Totenkopf. Das heißt, eine neue Archäologie. Unsere Archäologen konnten einen Scanner so modifizieren, dass er tiefer in den hybriden Verbundwerkstoff eindringen kann, aus dem die Statuen bestehen. Dieses Scan haben nun gezeigt, dass eine Strahlungsquelle von ihrem Kern ausgeht. Um weitere Untersuchungen durchführen zu können, müsste einer der Wächter aufgebrochen werden, wodurch er höchstwahrscheinlich zerstört werden würde. Da eine der Statuen bereits einen Teil ihres Flügels verloren hat, empfehlen wir unseren Archäologen, mit dieser zu beginnen. Öffnet den Wächter vorsichtig, damit wir ihn wieder zusammenbauen können. Situation Log updated. Okay, gut. So, dann geht's weiter. Oh, sind die hier jetzt schon fertig, oder was? Oh ja, Tatsache. Okay. Haben wir noch weitere
Da ist eine archäologische Stätte. Dann bauen wir hier mal eine Sternenbasis, damit wir das aus... Ah, scheiße, können wir ja nicht. Da sind ja die xenophoben Isolationisten. Shit. Dann bringt das auch nichts. Dann müssen wir hier... Dann machen wir erstmal die hier, damit wir hier schön vereint durchkommen hier. Und du kannst dann mal frei nach Lust und... Oh, so geht schon wieder nicht. Haben wir hier irgendwas, was wir noch erforschen können? Ja, hier zum Beispiel Anomalien. Mondbeule. Das Rätsel um den abgestürzten Mond ist gelöst. Die Stadt, in der er landete, wurde völlig zerstört. Daher war es die Umgebung der Stadt, die den nötigen Hinweis lieferte. Ein digitales Fragment, das wenige Stunden vor dem Unglück aufgenommen wurde, sprach von seltsamen Lichtern und elektromagnetischen Messungen am Nachthimmel. Ein heller Blitz war zu sehen und innerhalb weniger Minuten raste der Mond langsam auf die verfallene Stadt zu. Mit einer sehr geringen Fehlerquote wurde festgestellt, dass Schiffe einer mächtigen außerirdischen Zivilisation über Haag 3 auftauchten und den Mond absichtlich aus seiner geosynchronen Umlaufbahn zur Atmosphäre stießen. Sie scheinen den Abstieg des Mondes absichtlich verlangsamt zu haben, obwohl wir nicht sagen können, ob dies darauf zurückzuführen ist, weil der Rest der Welt für ihre spätere Kolonisation, weil sie den Rest der Welt für ihre spätere Kolonisation erhalten wollten, oder eine psychologische Kriegsführungstaktik für eine Massenpanik war. Oder gar etwas völlig anderes. Okay. Atmosphärische Filterung. Okay. Das ist aber nicht das, was ich für den Mars brauche. Das war atmosphärische Wiederherstellung, oder? Gucken wir nochmal. Mars. Mars. Ne, Wiederherstellung. Klimawiederherstellung brauche ich. Okay. Na gut. Dann haben wir hier, die Asimov ist auch fertig. Haben wir hier noch irgendwas zu erforschen? Alienschiffe. Ja, nicht wirklich. Dann kannst du mal auf Atlantik bei der Forschung helfen. Incoming Transmission. Die Hisma wollen eine Botschaft etablieren. Ja, warum nicht? Warum denn auch nicht? Okay. Dann... Der will dahin, der kann dahin. Sehr gut. Da haben wir die Ecke fertig und da müssen wir nur noch die Ecke hier. Ich glaube, den Planeten können wir tatsächlich noch nehmen. Das ist eine 16er Savannenwelt. Wenn wir ein paar von unseren Mineralien verkaufen, können wir die auch terraformieren. Ein paar mehr. So. Dann machen wir das terraformieren. Was haben wir da? Titanisches Leben. Räuberische Pflanzen. Ich glaube, die haben sich dann auch erledigt, wenn wir die terraformieren. Aber müssen wir nochmal. Ach, die 17er Wüstenwelt wäre fast besser gewesen. Aber naja. Das machen wir dann mal. Was ist das hier? Noch eine 16er. Okay. Also mal gucken, wie wir die Systeme hier nennen. Saunus, also wir haben Atlantik, wir haben Pazifik. Dann ist das, benennen wir es einfach mal nach Sachen von der Erde. Das ist das Baltik-System. So. Und hier haben wir das pulsierende Sterne. Okay, können wir da einfach noch was erforschen?
Nice. Ein weiterer Datenkristall der Grunur wurde freigelegt und hält eine Reihe militärischer Anordnungen einschließlich der Koordinaten einer anderen ehemaligen Baol-Kolonie. Unsere Archäologen, die die Geschichte dieser Feindschaft weiter untersuchen möchten, laden die Daten jetzt hoch. Situation Log updated. Lass mal gucken, wo dann die nächste Baol-Kolonie ist. Hier, auf Bernhard Stern, okay. Gut, also wir haben das Baltiksystem. Ansonsten noch irgendwelche Meere, die nicht nach irgendwelchen Subkontinenten benannt sind. Wir haben den Golf von Mexiko, wir haben den Indischen Ozean. Das ist, haben wir hier fast ja schon. Dann nehmen wir das Sahara-System. Fangen wir jetzt an mit Wüsten. So. Gut. New technology discovered. Physik. Aha. Forschungsalternativen sind immer gut. Und hier unten nehmen wir. Kreuzer wären natürlich mal schön. Und. Aber das ist billiger und verbessert unsere Forschung im gesamten Reich, also ist das besser. Oh, wir können wieder ein paar Schiffe bauen, glaube ich. Nicht hier, hier. Zerstörer der Salt Lake City Klasse. Oh. Unsere Forscher waren begeistert, als sie den Standort der dritten Baol-Kolonie entdeckten und dieser einem Planeten entspricht, der noch immer eine Atmosphäre und Leben besitzt. Obwohl Bernhard Star 2 nicht sonderlich üppig oder bemerkenswert ressourcenreich erscheint, sind unsere Wissenschaftler bestrebt, eine gezielte Ausgrabung durchzuführen, um nach Resten der Baol oder des Gonor zu suchen. Okay. Hier, dann könnt ihr mal hier ausgraben. Fertig. Oh, seit einigen Monaten haben wir vereinzelte Berichte über eine kleine Anzahl außerirdischer Söldner und Freibeuter erhalten, die an den Grenzen unseres Raums operieren. Sie selbst nennen sich die Esjagon und sind offenbar Exilanten einer nomadischen Kriegerkultur, die in und um das Moor-System herum in überfüllten Raumstationen leben. Ihre Durchreise in der Nähe unserer Grenze verlief ohne Zwischenfälle, aber sie warnten uns davor, Moor zu betreten. Sie haben keine Zentralregierung, die erwähnenswert wäre. Stattdessen sind sie in verschiedenen Fraktionen aufgeteilt, die oft benachbarte Sternensysteme überfallen. In Anbetracht ihrer riesigen Bevölkerungsdichte und ihrer Produktionskapazität wären die Esjagon wahrscheinlich eine bedeutende galaktische Macht, wenn sie jemals damit aufhören würden, sich gegenseitig zu töten. Okay. Also lustige Vögel. Okay, Außenseiter, wir sind die Esjagon. Im Gegensatz zu den zivilisierten Sternennationen der Galaxie dienen wir keinem einzigen Meister. Ich wurde ausgewählt, um euch diese Botschaft im Namen aller Häuser zu übermitteln. Versucht nicht, uns eure verweichlichten Wege aufzuzwingen. Ihr mögt zwar außerirdische Schiffe in unser Territorium schicken, aber erwartet nicht, dass sie zurückkehren. Unsere Krieger werden die Abwechslung begrüßen. Sendet nur auf dieser Frequenz, wenn ihr Tribut anbieten wollt oder Söldner benötigt und die Mittel habt, um sie zu bezahlen. Okay. So viel dazu. Ja. Können hier noch zwei. Construction online. Können noch zwei Zerstörer hier bauen. Construction online. Cool. Galaktischer Markt im Tua-System. Okay, das ist nicht bei mir.
Construction online. Okay, Einladung zum Defensiverplan. Die Richtung. Okay, stopp. Bergbau nach Lust und Laune. Tief in einer Felsspalte auf dem gigantischen Asteroiden H4-12 haben wir etwas Erstaunliches gefunden. Am Fels arbeitet eine Bergbaumaschine, die sich in die schier unendliche Tiefe des Asteroiden gräbt. Die Maschine steht verlassen da und es gibt keine Anzeichen darauf, wer sie dort platziert haben könnte. Wenn wir die Maschine aufhalten können, wäre es uns vielleicht möglich, etwas über ihre Technologie herauszufinden. Dazu müssen wir uns aber beeilen, bevor sie von herabfallenden Trümmern zerschmettert wird. Situation Log updated. Okay. New technology discovered. Hallo. Okay, erstmal Technologie. Wir können endlich Vulkane beseitigen. Sehr gut. Atmosphärische Filterung sieht so aus, als ob wir dann vielleicht irgendwann mal den Mars besiedeln können. Und ihr... Ah, brauche ich ein Konstruktionsschiff. Konstruktionsschiff. Gut, Projekte forschen, gut. Ja, das ist noch nicht mal weit weg, das ist sehr gut. Und du bist hier fertig. Kannst mal hier das zuerst bauen, fertig, so. Goodie. Nicht Angriff zu sprechen, okay. So, was ist denn jetzt? Wir könnten ein paar von unseren Gütern hier verkaufen und davon und ein bisschen Nahrung. Dann können wir hier endlich mal die Welten aufräumen und die Vulkane wegmachen. Ich weiß, Bürger, das wird dich ärgern, dass ich Vulkane wegmache, aber was sein muss, muss sein. Weil wir brauchen Platz. Goodie. Jetzt haben wir eigentlich fast genug Geld, um noch eine Terraformung zu machen. Ne? Hier unten zum Beispiel, im Gamma-Drakonis-System. Na, diese Welten haben alle schon Klima, aber halt keins, was zu uns passt so richtig. Kempler-Flüchtlinge treffen ein. Eine Flotte von Ziviltransportern mit Kempler-Flüchtlingen vom Hifner Unity ist in unserem Raumbereich eingetroffen. Sie haben die Erlaubnis erhalten, sich auf Terra Nova niederzulassen. Diese unglückseligen Vertriebenen wurden von den Hifner-Behörden gewaltsam aus ihrer Heimat verjagt. Seitdem ziehen sie von System zu System und suchen verzweifelt nach einem neuen Zuhause, bevor ihnen auch die letzten Vorräte ausgehen. Sie sind hier willkommen. 10 Stück! Sehr gut. Nee, 10 geheime Informationen über die Hifner. Sehr gut. Dann schauen wir uns mal diese lustigen Kempler an. Kempler. Okay, es ist nur einer, der wunderbar auf einer Tundra leben kann. Nicht so besonders toll auf einer ozeanischen, tropischen. Der hat ja nur 20%. Voller Staatsbürger, geschichtete Wirtschaft, voller Militärdienst, Kolonisation gestattet, keine Migrationskontrolle. Okay, also ob die das hier mögen, ist die Frage. Die sind 30% können die hier, haben die hier an Habitabilität aufgrund ihrer genetischen Disposition, dass sie anpassungsfähig sind. Ist die Frage, ob die lange da bleiben dann. Aber sehen wir dann. Durch harte Arbeit und Erfahrung hat Wissenschaftler Francis Pershing neue Eigenschaften entwickelt.
Okay. France. Research Project concluded. Leider ähnelt sie unseren eigenen Maschinen so sehr, dass wir eigentlich nichts von ihr lernen können. Aber ihre Grabarbeiten im Felsen erleichtern uns die Suche nach wertvollen Mineralien. Ah, auch gut. Siehst du, haben wir hier mehr Mineralien. Kannst du da auch gleich mal eine Bergbaustation draufsetzen? Kempler, die aus Hifna Unity fliehen, sind auf Talissa angekommen. Jetzt kommen hier sogar noch mehr Kempler. Okay. Die sich hier auch nicht wohlfühlen werden. Können wir hier irgendwas machen? Können wir jemanden Nahrung von Jobs, Erfahrungszuwachs? Construction online. Der ist der Jüngste. Nehmen wir einfach mal den, der bleibt am längsten frisch. Noch mehr Kempler. Oh Mann. Ich meine, wir haben jede Menge Erdenbürger verloren, als uns die Erde in die Luft geflogen ist. Da waren irgendwie noch 10 Pops drauf, also quasi so, ich weiß nicht, eine Milliarde oder so vielleicht. Insofern, je mehr von diesen Kempler ankommen, desto besser, auch wenn die sich momentan nicht besonders wohlfühlen. Wir haben schon 5% Kempler. Wow. Das ist eine Menge. Wie sieht eigentlich unsere Forschung aus hier? Kommt da bald mal, wird da bald mal was fertig in 15, 13 Monaten? Okay. So. Da haben wir jetzt mehr. Wir haben 5 Häuser. Wir haben keine Jobs hier mehr. Wir brauchen mehr Industrie, glaube ich fast. So. Und in Talassa haben wir sogar Arbeitslose jetzt. Wir brauchen auch hier mehr Industrie. So. Damit wir hier mehr Legierung bekommen, zumindest. Construction online. Sehr gut. Da müssen wir hier hinten noch hinkommen. Irgendwie. Arbeiternehmerrechte stimmen wir mal zu. Das ist immer gut. Construction online. Und hier Technology discovered. Müssen wir auch noch eine Sternenbasis bauen. So. Einfache Gefechtszone. Machen wir mal Fusionsreaktor, der ist am billigsten. Und hier nehmen wir die planetare Hauptstadt. Oh, siehst du, wir können jede Menge mehr Schiffe bauen. Und wir haben eine kontinentale Welt fertig. Okay, das ist das Baltik-System. Und den Planeten nennen wir... Lassen wir da mal die Schneckenleute hin. Das ist der Planet Dänemark dann. So. Alleine, weil er im Baltik-System ist. So. Eine neue Fraktion hat sich kürzlich in der innenpolitischen Landschaft von Überlebenskomitee der Terraner hat kürzlich an Zugkraft gewonnen. Okay. Angeführt von Generaldirektorin Hanna Goto nennen sie sich selbst Xeno Compassion League. Ihre Mitglieder rufen lautstark nach freundschaftlichen Beziehungen zu Alien-Spezies. Spezieses. Gebäude haben wir immer noch nicht, was wir hier bauen wollen, haben wir hier immer noch nicht. Okay.
Ja, der gräbt die archäologische Stätte aus, das soll er auch. Oh, super, da ist... Oh, warte, was ist das? Da ist ein Spezialprojekt. Und hier ist auch eins, so. Construction online. Achso, wir wollten ja mehr Schiffe bauen. Vielleicht sollten wir das dann auch mal machen. Sensorische Fehlfunktion. Bei Ankunft der Crew in Sahara konnte sie bestätigen, dass ihre Sensoren tatsächlich eine Fehlfunktion aufwiesen. Die gute Nachricht ist, dass nicht nur ihre anfänglichen Schätzungen bezüglich der Energieproduktion des Sterns grob untertrieben war, Salvatore Capello scheint auch aus vergangenen Fehlern gelernt zu haben. Okay, kriegt Erfahrung und wir kriegen mehr Energie, aber weniger Forschung hier in diesem System. Okay. Okay, okay. Achso, dann muss ich hier... Warum kann ich hier nichts bauen? Weil das schon eine Forschungsstation ist, okay. New technology discovered. Albern. Okay. Das Produzieren und Verstehen supersolider Materialien ist für jede Raumfahrtzivilisation von unschätzbarem Wert. Neue Forschung. Okay, wir können Habitate bauen. Das sind so große Raumstationen, wo Leute drin wohnen. Das ist ja eine Idee. Sternfestung ist eine größere Sternbasis.
Baal bezeichnen. Wir haben ihre Heimatbasis im Satama-System lokalisiert. Eine sofortige Reaktion ist notwendig. Okay, diesen Non-Konformisten werden wir es zeigen, aber beim nächsten Mal, weil für heute reicht das erstmal. Und ja. Station under attack. Und wir werden dann beim nächsten Mal gleich weitermachen, wenn der Krieg gegen die Piraten beginnt, beziehungsweise ist nicht wirklich Krieg, weil wir deren Autorität nicht anerkennen, sondern, keine Ahnung, kriegsähnliche Auseinandersetzung, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal werden wir versuchen, die Menschheit weiter hier am Leben zu erhalten. Ich meine, bis jetzt sieht es gar nicht schlecht aus, obwohl unsere die sind nicht mehr so überwältigend überlegen, obwohl einige sind überwältigend überlegen. Und die wirtschaftliche Macht von einigen ist auch überwältigend überlegen. Das ist nicht gut. Aber wir stehen so medium da. Wir sind so mittelgut. Aber wie gesagt, uns ist die Heimatwelt in die Luft geflogen. Das können die anderen nicht sagen. Insofern, dafür stehen wir ganz gut da, finde ich. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Hinterlasst Kommentare und Likes und was weiß ich nicht alles. Und dann bis dann.